Moin Moin meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Da ich beim letzten Tutorial gefragt wurde, wo man denn diese tollen animierten Hintergründe herbekommt, erkläre ich das jetzt einmal. Und zwar, wird jetzt aber erstmal jemand gegrüßt. Und zwar grüße ich noch jemanden aus dem letzten Video, weil da habe ich das nicht persönlich gemacht. Deshalb gehen nochmal Grüße raus an Plusterfisch oder an Plasterfisch, wie auch immer man die ausspricht. Und jetzt neu gehen Grüße nochmal raus an Showmeister44. Ja. Und nochmal danke für 200 Abonnenten. Ich würde sagen, als nächstes Ziel nehmen wir dann die 300. Und ja. Also, für diese tollen Hintergründe braucht ihr Geld. 4 Euro, um genau zu sein. Und zwar ist es das Programm Wallpaper Engine. So, und hier seht ihr das auch einmal. Also, hier, das sieht man jetzt auch, hier habe ich halt. Und da gibt es wirklich tausende Möglichkeiten, wie man sich das da was machen kann. Es gibt auch einen Workshop dazu, da sind auch nochmal 300.000 Millionen Sachen auch mit drin. Also da kriegt man wirklich einiges raus. Ja, 4 Euro kostet es normal. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Sale kostet, falls es da überhaupt reduziert ist. Aber ich gehe mal davon aus. So, und ich zeige jetzt auch noch einmal, wie man dann den Hintergrund einfügt. Also, wenn man dann das Programm gestartet hat, dann sieht das so aus hier. Dann habt ihr jetzt hier Bildschirm auswählen, Hintergrund pro Bildschirm. Ich schätze mal, da viele von euch einen Bildschirm haben, ist es ein bisschen einfacher. Aber ich habe halt zwei und deshalb muss man dann hier den jeweiligen auswählen. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei meinem ersten das verändern will, der ist jetzt ausgewählt, dann gehe ich auf Hintergrund ändern und dann kann ich mir jetzt hier einen aussuchen. Nehmen wir jetzt mal wieder mein Alt. So, und jetzt seht ihr schon, er hat sich geändert zu dem. Ja. Und das kann ich jetzt halt auch wieder hier hin machen. Und falls ihr jetzt sagt, oh Gott, ich will das nicht mehr, dann geht ihr wieder auf Bildschirm auswählen und dann auf Hintergrund entfernen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ach, ich mach's trotzdem. So, das ist jetzt halt das letzte Hintergrundbild, was ich drin hatte. Und deshalb sieht das jetzt halt wieder so aus. Ja. Und das macht ihr dann hier bei einem Bildschirm. Und dann kommt ihr da einmal durch. Und das war's eigentlich auch schon. Mehr muss ich nicht sagen. Das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr Tutorials sehen wollt. Und wenn ja, was? Und ja, schreibt auch gerne Hashtag Timo grüßt mit Doppel-M, bitte. Danke. In die Kommentare und dann kommt ihr vielleicht ins nächste Video. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao.